Oft gibt es die Situation, dass wir zwei Bauteile miteinander abheften wollen. So einfach ist es nicht, denn wir dürfen nicht vergessen, wir haben in der einen Hand einen Wickbrenner und in der anderen Hand haben wir den Zusatz. Und dann haben wir noch unsere zwei Bauteile und das andere Bauteil sitzt auf dem anderen Bauteil und das muss in dieser Position bleiben, das muss festgehalten werden. Das heißt, uns fehlt eigentlich eine dritte Hand oder jemand, der von der Seite steht und das Ganze festhält oder ein Tool, womit wir das Bauteil da in dem Moment befestigen können. Aber das haben wir oft nicht und wir wollen das einfach miteinander verbinden. So, jetzt haben wir nicht die Möglichkeit, den Zusatz von der Seite dazuzugeben, weil wir damit beschäftigt sind, das Bauteil festzuhalten, um es abzuheften. Ohne Zusatz das Ganze abheften ist schwierig, das weißt du, das hast du sicherlich schon probiert. Beim Aluminiumschweißen einfach verlaufen lassen ist auch nicht immer so einfach. Wenn du da einen Punkt hinbekommst, reißt er schnell. So, das heißt, was tun wir hier? Den Zusatz, den wir ja in dem Moment nicht dazugeben können, weil unsere Hand damit beschäftigt ist, das Bauteil festzuhalten, legen wir einfach im Vorfeld an die gewünschte Position ab. Das heißt, wir zünden Feuer auf dem Bauteil, geben einen Tropfen ab, legen den Tropfen ab, einen kleinen Hubel schaffen wir. Das heißt, den Zusatz legen wir schon mal vor, bereiten das Ganze vor, dann nehmen wir unser Bauteil, unser zweites Bauteil, bringen das in die Position und lassen den abgeschwollenen Zusatz mit dem anderen Bauteil verlaufen. Und schon ist es abgeheftet. Eine super einfache, schnelle Hilfe. Also den Zusatz im Vorfeld schon mal dahin bringen und dann hast du kein Problem. Beim Material vorbereiten, besonders bei Aluminium, würde ich hier beim Schneiden oder Behandeln der Kanten auf solche Sachen wie eine klassische Trennscheibe oder eine Fächerscheibe verzichten, weil wir mit diesen Mitteln, die sich ins Material einarbeiten und sich ablösen, abrasiv sind, in unser Aluminium hineingeraten und wir dadurch Schwierigkeiten haben beim Schweißen. Das sehen wir, das Ganze wird schwarz, dunkel und lässt sich sehr schlecht schweißen. Deswegen nutze ich hier in dem Fall, um diese Tafel zuzuschneiden, ein passendes Sägeblatt ohne Schmierstoffe und schneide es kalt zu. Beim Aluminium zählt alles, sogar der erste Schnitt. Durch das passende Werkzeug werde ich keine Verschmutzungen in meinem Bauteil haben und kann es problemlos sauber verschweißen. Indem wir es jetzt besser zugeschnitten haben, sauberer, konnten wir das problemlos schweißen. Was man aber immer noch erkennt, etwas Restschmutz plus wir sind nicht perfekt durchgekommen. Das hat was damit zu tun, zusätzliche Schweißnahtvorbereitung und Reinigung plus Kantenbrechen und das kommt im nächsten Teil. Welche Schwierigkeiten oder Probleme können auftauchen, wenn ich darauf verzichte, meine Bauteile und mein Zusatz vorher ordentlich zu reinigen beziehungsweise sogar die Oxidschicht vorher nicht entferne? Dann könnte ich zum einen das Problem haben, extrem Schmauch an den Seiten und an der Schweißnaht. Ich habe an der Schweißnahtoberfläche Schmutzreste, schwarze Punkte und ich kann sogar dafür sorgen, dass ich Poren in der Schweißnaht habe. Dadurch wird die Schweißnaht natürlich nicht so stabil. Plus, wenn ich die Kanten vorher nicht breche, also mit einer Feile die schön wegmache, die Ecken, habe ich Schwierigkeiten durchzukommen. Das heißt, meine Wurzel wird nicht so schön und die Durchschweißung wird mir nicht so gut gelingen. Also machen wir es richtig. Dazu verwende ich in der Regel, um die Oxidschicht und den Schmutz im Vorfeld zu entfernen, eine einfache Bürste. Einfacher geht es mit einer Bürste am Akkuschrauber. Damit bist du viel schneller unterwegs. Wichtig ist, schön in eine Richtung das Ganze wegtragen, damit du dir den Dreck und die Oxidschicht nicht wieder in dein Aluminium reinreibst. Solche Sachen wie Isopropanol nachträglich schön die Bauteile abwischen, auch den Zusatz. Hier sieht man eigentlich, wie extrem der Schmutz und Feuchtigkeit in Aluminium in der Oxidschicht haften bleibt. Das ist wie ein Schwamm, er saugt den ganzen Dreck auf und das müssen wir vorher bei Aluminium entfernen. Dann wird der Prozess auch super laufen. Man sieht dann später beim Schweißen, wenn man alles schön sauber gemacht hat, dass der Lichtbogen schön klar und bläulich ist und wir keine Schwierigkeiten haben, die Schmelze zu bilden, weil wir die Oxidschicht irgendwo entfernt haben. Das Durchschweißen gelingt uns besser und die Schweißnaht sieht natürlich viel besser aus. Saubere Vorbereitung, saubere Schweißnaht. Keine Schmauchspuren, schön schuppige Schweißnaht mit einer vernünftigen Wurzel, vorher nicht gereinigt. Schmauch, Schmutz in der Schweißnaht, auf der Schweißnaht. Keine gute Wurzel. Und im nächsten Teil geht es um genau dieses Problem. Start und Ende.
Oft haben wir folgende Situation: Die Schweißnaht ist uns gelungen, aber der Start und das Ende gefallen uns einfach nicht. Natürlich kannst du da das Ganze optimieren. Du kannst die Enden so optimieren, dass du mit der Absenkzeit schön runtergehst und diesen Endkrater vermeidest. Aber der Start an den Kanten, die Ecken werden immer weglaufen. Das heißt, unser Start wird nicht so schön. Wir wollen die Schmelze bilden, wir wollen hier anfangen. Und es ist einfach so, das Material muss irgendwo herkommen. Da gibt es aber eine ganz einfache Abhilfe, ein sogenanntes Startblech und ein sogenanntes Endblech. Das heißt, wir nehmen uns zwei Stücke Aluminium, heften sie vorher an und wir starten auch auf unserem Startblech, vollziehen unsere wunderschöne Schweißnaht, enden auf dem Endblech. Und was machen wir dann? Wir entfernen das Start- und Endblech und wir haben unsere wunderschöne Schweißnaht ohne Fehler. Hier können wir gut erkennen unser Startblech, unsere Schweißnaht und unser Auslaufblech. Diese zwei werden wir jetzt entfernen und dann haben wir eine homogene, komplette, ordentliche Schweißnaht. Unsere Auslaufbleche wurden entfernt und ich habe hier einen schönen Start und ein ordentliches Ende. Ein ganz wichtiger Part, der nicht unbedeutend ist, vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, du fängst an zu schweißen und es läuft überhaupt nicht gut, es klingt nicht gut. Die Wolfram-Elektrode sieht in dem Moment auch nicht allzu gesund aus und du wunderst dich, warum du nicht schweißen kannst. Ganz genau, die Kalotte ist einfach nicht da, die Elektrode ist matt. Man sieht auch beim Schweißen, dass die Elektrode nicht mehr intakt ist. Ja, die ist schon teilweise zerfallen, teilweise abgelöst und teilweise hat sich Aluminiumzusatz auf der Elektrode abgelegt. Das wird dir nicht helfen bei Schweißen, das wird es unmöglich machen. Das heißt, du musst darauf achten, dass die Kalotte immer da ist, dass die sauber ist und die Wolfram-Elektrode in Ordnung ist. Nur dann kannst du schweißen und solche Dinge vermeiden. Wichtiger Punkt, Frequenz und Balance beim AC-Wick-Schweißen von Aluminium. Du bist schon fortgeschritten, du weißt, dass du pro Millimeter ca. 40 Ampere benötigst bei Aluminium und hast schon deine ersten Schritte getan. Jetzt kannst du dich daran wagen, mit der Balance und mit der Frequenz zu arbeiten. Wichtiger Punkt bei der Balance, was passiert, wenn wir mehr ins Plus oder mehr ins Minus drehen? Was ist überhaupt die Balance? Die Balance ist das Verhältnis mehr in den Plusbereich oder mehr in den Minusbereich. Denn beim Aluminiumschweiß wird die Polarität permanent in eine gewisse Frequenz gewechselt. Da findet ein Wechsel statt, um die Oxidschicht aufzureißen, um das Aluminium letztendlich zu schweißen. Jetzt kommt der wichtige Punkt für dich. Wenn du die Balance mehr ins Minus regelst, wirst du an deiner Schweißnaht erkennen, dass der Schattenbereich an deiner Schweißnaht schmäler wird. Das heißt, die Reinigungswirkung wird weniger, aber du einen höheren Einbrand bekommst. Das heißt, du kommst tiefer ins Material hinein. Wenn du die Balance wiederum verstellst und in den Plusbereich regelst, was passiert dann? Dann wirst du erkennen, dass der milchige Schatten an deiner Schweißnaht größer wird. Das heißt, deine Reinigungskraft von dem Prozess wird höher, aber die Eindringung verringert sich dadurch und du hast nicht so einen tiefen Einbrand. Das ist der Punkt Balance. Jetzt kommt der Punkt Frequenz. Was passiert denn da? Wir haben hier in der Regel von Werk aus bei den Maschinen zwischen 80 und 100 Hertz eingestellt. Das bedeutet, der Wechsel in der Sekunde findet 80 Mal oder 100 Mal statt. Wichtig ist für uns Folgendes. Wenn wir mit der Frequenz beim AC-Schweißen runtergehen im Bereich von 50, dann haben wir eine höhere Leistung im Lichtbogen, das heißt eine höhere Durchdringung. Wenn wir aber mit der Frequenz höher gehen, das heißt mehr Richtung 120, 150, wird der Lichtbogen umso stabiler. Wann ist das interessant? Das ist die goldene Regel von mir. Wenn du dickere Bleche ab 5, 6 mm schweißt, gehe eher mit der Frequenz runter. Willst du einen stabilen Lichtbogen, weil du dünnere Bleche schweißt und eine bessere Wärmeverteilung, bessere Kontrolle, dann gehst du mit der Frequenz hoch. Ich empfehle dir an deiner Maschine, das auszuprobieren und für dich die Entscheidung zu treffen. In der Regel von Werk aus empfehle ich dir im Bereich von 80 bis 100 Hertz. Dir ist sicherlich heute bei diesem Video etwas aufgefallen. Ich habe immer etwas Zusatz oder eine Unterlage zu meinem Schweißtisch liegen gehabt und habe meine Aluminiumbauteile darauf abgelegt. Warum habe ich das getan? Folgendes. Aluminium ist ja ein Wärmeleiter. Das heißt, wenn du Aluminium zum Schmelzen bringen willst, musst du sehr viel Temperatur ins Bauteil bekommen.
bis es komplett mit Temperatur vollgesogen ist und die Schmelze sich bildet. Manchmal dauert das sehr lange und oft kann es der Fall sein, dass du dein Bauteil auf einem kalten Schweißtisch liegen hast. Aluminium leitet die Wärme. Die Wärme geht sofort raus, die geht in den Tisch und bleibt nicht im Bauteil. Wird permanent gekühlt und du hast Schwierigkeiten, da eine vernünftige Schmelze zu bilden. Das heißt für dich, wenn du schon Aluminium verarbeitest, guck, dass deine Bauteile, wenn möglich, eine gewisse Distanz zum Schweißtisch haben. Das können natürlich auch unter anderem unterschiedliche Bleche oder Stücke sein, auch Aluminiumkanne sein. Nur, dass wir den Übergang nicht direkt auf den kalten Tisch haben, könnte es sogar theoretisch eine Holzplatte drunter legen und die Klemme direkt ans Werkstück legen. Beim Aluminiumschweißen mit WIG AC ist die Wahl des richtigen Zusatzes nicht von der Werkstoff, sondern von der Dicke auch sehr wichtig. Du hast die passende Werkstoffnummer, du hast den passenden Zusatz, aber welche Materialstärke nimmst du jetzt? Nimmst du jetzt 1,6 mm stark, so wie du das kennst bei Chromnickelstahl oder Stahl, wenn du 2-3 mm Bleche verschweißt, oder nimmst du sogar weniger oder sogar mehr? Wenn Aluminium auf Temperatur ist, dann läuft das richtig schnell und du hast eine sehr hohe Abschmelzleistung. Das bedeutet, ich empfehle dir hier, wenn du auch im Bereich von 2 mm Bleche unterwegs bist, nicht einen 1,6 dünnen Zusatz zu nehmen, weil du wirst sehr viel nachstopfen müssen. Das heißt, wenn du am Schweißen bist, wirst du ganz schnell viel dazugeben müssen. Und dann wird so ein Schweißstab, der auch relativ lang ist, in 0,6 weg sein. Und du wirst höchstens da gerade mal 40, 50 mm geschweißt haben. Deswegen hier an der Stelle, gehe höher mit dem Zusatz. Ja? Ich habe hier in der Hand sogar 3,2 mm. Bei 2 mm durchaus möglich. Ja? Wenn du richtig Meter machst, richtig schnell sein willst. Der Vorteil ist auch noch bei dem dickeren Zusatz, dass du nicht so viel dazugeben musst. Das heißt, du musst nicht so viel ins Bad reinschmelzen, sondern du kannst es einfach nur an den Tellerrand abgeben. Und da ist für den Anfänger ein dickerer Zusatz sogar von Vorteil, weil du dich dann mehr auf das Schweißen konzentrieren kannst und den Zusatz, die Zugabe, das kannst du dann sogar etwas vernachlässigen. Da hast du genügend Zeit zum Schweißen. Das waren meine Quick-Tipps für dich zum WIG AC Aluminiumschweißen. Es wird noch weitere Teile geben, wo wir auf andere Themen zum Aluminiumschweißen eingehen. Es würde mich freuen, wenn dieses Video mehr Reichweite bekommt. Zum Thema WIG Aluminiumschweißen haben wir schon zahlreiche Videos gemacht. Dazu gibt es eine Playlist, kannst du dir gerne unten anschauen. Plus, falls du dich mehr für Schweißtechnik interessierst, kannst du gerne in dem Online-Shop hineinschauen. Dort gibt es solche Systeme wie eine Picotec 200 ACDC zum WIG-Schweißen. Die findest du dort auch und alle nötigen Informationen. Das war mein Beitrag für euch. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.